Tina Hassel aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Glätten sich jetzt die Wogen in der Berliner Koalition? Nun, der große Knall bleibt zumindest aus, dadurch, dass Ursula von der Leyen auch gegen den Widerstand der deutschen Sozialdemokraten gewählt worden ist. Aber das Gezerre ist eine zusätzliche Belastung für das ohnehin angespannte Verhältnis der Koalitionspartner. Peinliches Verhalten, verlorenes Vertrauen hatten wir von Unionspolitikern immer wieder gehört. Auch wenn kurz vor den Landtagswahlen im Osten niemand ein Ende der Regierung fordert. Jetzt freuen sich die Parteivorsitzenden der Union erstmal. Und vor wenigen Minuten hat sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Wort gemeldet. Mit Ursula von der Leyen ist zum ersten Mal eine Frau an die Spitze der EU-Kommission gewählt worden. Seit mehr als 50 Jahren eine Deutsche und vor allem, und das ist die wichtigste Botschaft, eine Europäerin durch und durch, eine, die für die politische Mitte steht, die Brücken baut, die Europa zusammenhalten will, die stärker machen will. Wir hören es, die CDU freut sich, die SPD hingegen hat sich mit ihrer Ablehnung in eine schwierige Situation manövriert. Heute steht sie selbst in ihrer eigenen Europafraktion in der Minderheit und muss jetzt erklären, warum ihr Prinzipien wichtiger erscheinen, als eben eine überzeugte Europäerin zu wählen. Jetzt, wir haben es gehört, soll das Kabinett sehr schnell umgebildet werden. Morgen um 11 Uhr erhält Ursula von der Leyen ihre Entlassungsurkunde. Dann könnte die Kanzlerin an ihrem 65. Geburtstag gemeinsam mit CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer die neuen Minister vorstellen. Sicher ist, die CSU ist mit ihren Ressorts zufrieden. Und fest steht auch, dass das Gleichgewicht von Männern und Frauen im Kabinett nicht verändert werden soll. Also werden die Stühle gerückt und viel spricht dafür, dass Jens Spahn, einer der jüngsten und derzeit erfolgreichsten CDU-Minister, auf den Schleudersitz des Verteidigungsministers wechseln könnte. Und neue Gesundheitsministerin könnte dann die bisherige Integrationsbeauftragte Wittmann-Mautz werden, die eine Fachpolitikerin im Gesundheitsfeld ist. All das wissen wir morgen. Heute freut sich die Union. Zurück nach Hamburg zu Thorsten Schröder.